herzlich willkommen, liebe Mitglieder, liebe Freunde, liebe Gäste. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich und vor allen Dingen möchte ich noch einmal Max und seine Frau Victoria herzlich willkommen heißen. Sie sind heute direkt aus Brüssel hierher gefahren. So tonight, yeah, first of all, I'm very happy to be here in person. And I would like to speak about the concept of the double bind in documentary photography. So a double bind is a kind of communication dilemma. It's a situation where neither of two outcomes are completely satisfactory. In this project, it's the first time that I'm dealing with victimhood and with suffering. And it's something that I've never really encountered on this level before. Ich bin ganz froh, dass Drag Queens heutzutage nicht mehr nur irgendwie im Milieu verortet sind, sondern sozusagen Leuchttürme sind. In meiner fotografischen Arbeit beschäftige ich mich viel mit dem fotografischen Selbstporträt. Mich fasziniert ganz besonders dieser Moment des Auslösens, der einen in zwei Rollen versetzt. Sowohl Fotografierte ist man als auch Fotografin gleichzeitig gespalten, verdoppelt, in Raum und Zeit jedenfalls in zwei geteilt. Im März 2020 habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich mich mit einem Schlag so befreit fühle von dem Zwang, immer funktionieren zu müssen. Und gleichzeitig zu wissen, dass es für andere gerade die absolute Katastrophe ist. Auf dem Land wird die Ruhe allerdings erst nachts besonders, wenn Straßenlaternen szenografische Bilder erzeugen und wenn man im richtigen Moment belichtet, kleine Feuerwerke entstehen. Ich bin mit meiner Freundin hier, sie ist neu im Freundeskreis der Fotografie, genau. Und das ist total super. Und die Story jetzt hier hat mich total interessiert, weil es einfach ganz anders aufbereitet ist als ein sonst gewohntes Fotoprojekt. Also diese lange Recherche, diese Auseinandersetzung damit und auch sehr viel Text und wie so ein Tagebuch war das aufgebaut zum Teil. Und, genau, ich war schon das eine oder andere Mal in Kenia und man kennt ganz viele Bilder, Safaris und sowas, aber solche Geschichten natürlich überhaupt gar nicht. Wenn Max Pinkers zum Freundeskreis kommt, muss ich natürlich kommen. Also ich bin großer Max Pinkers-Fan und ich habe ihn auch schon öfter getroffen und gesehen und habe schon Vorträge von ihm gehört und Ausstellungen gesehen. Aber natürlich ist es toll, ihn nochmal zu sehen. Und heute hat er über sein neues Projekt gesprochen, was ich tatsächlich noch nicht kannte und was ich sehr spannend fand. Und dann sind natürlich die Jahresgaben immer ein Grund zu kommen und zu gucken, was gibt es für neue Jahresgaben für dieses Jahr. Also ich finde, da sind viele tolle Arbeiten dabei. Also das ist ja auch immer ein ganz schöner Rückblick auf die Person, die wir in dem Jahr eingeladen hatten, wo wir die Arbeiten kennengelernt haben. Aber ich hatte schon vorab Max Pinkers im Blick und ich würde mich sehr gern für die Jahresgabe entscheiden. Ich war sogar einmal aktive Freundin, 7 Jahre. Das heißt, ich bin jetzt mindestens 8 oder 9 Jahre Mitglied. Dieses Jahr war das Sommerfest ein Highlight, fand ich. Das konnte draußen stattfinden, vor den Deichtoren auf der Apfelwiese. Also heute hat mich sehr gereizt, das Thema von Max Pinkers zu hören oder die Bilder, die Dokus erklärt zu bekommen. Und natürlich die Jahresgabe, die immer sehr sexy sind und ich meistens auch eine erwerbe. Ich habe 2 Jahresgaben tatsächlich schon ins Auge gefasst. Maria mit der Wurst
hat es mir auf Anhieb angetan. Ich mache für den Freundeskreis ein 15-minütiges Interview. Es ist eine Reihe, wo ich als Fotografin andere Fotografinnen interviewe in kürzester Zeit. Genau, und das, wenn ich es schaffe, jeden Monat. In dieser Reihe habe ich eigentlich alles Mögliche dabei, also von einer Riesennummer wie Esther Haase bis hin zu aufstrebenden KünstlerInnen wie Pascal Schmidt oder Franziska Ostermann. Von Kunstfotografie zur Dokumentarfotografie, alles dabei. Die FotografInnen, die ich interviewt habe, sind alle bei den Jahresgaben vertreten, haben alle ein Bild eingereicht, was mich sehr, sehr freut, dass alle Lust hatten, da was beizutragen. Aber dieses eine Bild von Frederik Busch, die Vanity Trash, absolut geil. Ich habe mich wirklich sofort verliebt und genau, werde es auch kaufen. Den Freundeskreis kannte ich noch nicht. Dank meiner Netzwerke hat der Freundeskreis mich gefunden und hat mir diese wunderbare Möglichkeit gegeben, meine Werke und meine Kunst zu präsentieren. Liebe Marie und ich haben ein schönes 15-minütiges Interview auf Instagram gehabt, wo wir sämtliche Sachen besprochen haben, was meine Werke betrifft. Und ja, es waren schöne virtuelle 15 Minuten. Jetzt, dass ich den Freundeskreis kennengelernt habe, finde ich, dass die Ressourcen, die sie benutzen, um junge und neue KünstlerInnen Plattformen zu geben, finde ich, das ist eine wunderbare Chance, dass ich auch weiterhin aktiv bleibe in diesem Kreis und weiter irgendwie helfe, wo ich kann. Der Abend war wirklich ganz besonders für mich, weil ich zum ersten Mal hier eine große Abendveranstaltung auch erlebt habe, weil ich bei unserem Sommerfest nicht dabei sein konnte. Und ich bin von dem Raum wieder sehr begeistert. Funktioniert ja nicht nur als Ausstellungsraum, sondern wirklich auch am Abend für Veranstaltungen. Und ich bin daher rundum zufrieden und wirklich auch sehr glücklich, dass wir als Team so gut funktionieren und so gut zusammenarbeiten. Und ich freue mich wirklich aufs nächste Jahr, wo wir diesen Raum wirklich nochmal richtig gut weiter besetzen werden. Ja, das Foxy, und der Name geht mir mittlerweile auch etwas flüssiger über die Lippen, sind wir alle begeistert. Ja, es ist ein toller Ausstellungsraum und es hat eine tolle Atmosphäre und es hat wirklich wunderbar funktioniert. Und dann sollen wir die ganze Zeit.